Okay, was haben wir hier? Nix. Gut, dann laufen wir mal weiter zu unserem zu unserer nächsten Mission. Oh, da ist ja was. Nein! Da komme ich so nicht hoch, ne? Schade. Schade, schade, schade. Agostino Gizzi lädt erneut zu einem großen Bankett in seiner Villa ein, um seinen unvergleichlichen Geschäftssinn zu feiern. Insbesondere die enormen Gewinne. Okay, hier können wir noch jemandem helfen. Welch komische Vorstellung. Ja, ist ja gut. Lass ihn gehen! Sofort! So, der erste. Der zweite. Hab ihn gefunden, da! Der dritte. Und der vierte. Die Befreiung Roms hat begonnen. Das war sehr tapfer, Signore. Grazie. Bitte, zeigt mir, wie man so kämpft. Mach ich. Zu gegebener Stunde. Aber nicht jetzt. Leben ist wieder benehmen, sagt man. Warum versucht ihr es nicht einmal? Oh, die schon wieder, ey. Was blinkt denn da? Für 27.000, na juhu. Kaufen wir alles, sobald wir genügend Geld haben. Ach, hier schon wieder das Kolosseum. Will mal anonym werden hier. Halt, da ist doch der Steckbrief. So. Aber wisst ihr was? Ich werde mal eben die Aufnahme beenden. Ansonsten wird das wieder zu asynchron. Und dann sage ich mal, wir sehen uns bald wieder, ne? So haltet so lange die Ohren steif. Wir sehen uns. Bis dann. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. So, in der letzten Folge haben wir unsere zweite versteckte Klingel gekriegt. Nicht Klingel, sondern Klinge. Und ja, unseren ersten Kampf, beziehungsweise kleinen Kampf. Wir haben ja nur einen Bürger befreit, der jetzt auch Assassine ist. Was können wir hier machen? Ach so, ja dann. Perfekt. Aber wenn ich das da oben sehe, dieses SPQR, muss ich immer an die Comics von Asterix und Obelix denken. Ich weiß auch nicht warum. Ist dann noch irgendwo? Wo ist denn hier noch ein da? Perfekt. Ich glaube, da hinten ist wieder ein Borgia-Turm, ne? Wenn ich das so richtig sehe. Hey, hier ist ja Erinnerungsende und so. Das gefällt mir ja gar nicht. Okay, wenn hier Erinnerungsende ist, wie soll ich denn dann bitte zu meinem Hauptziel kommen?
durch einen Umweg, oder wie sehe ich das? Hä? Ein Aussichtsturm. Ach, da drüben ist der, okay. Autsch. Ja, du sollst dich nicht gerade verstecken. Du sollst irgendwie da hochkommen. Makosa, was ist in ihn gefahren? Warum? Ach egal, ich will es gar nicht wissen. Da hoch. Und dann da hoch? Nee. Was hat denn da geblinkt? Ach so, ein Taubenschlag, okay. Wie zum Geier komme ich da hoch? Ich hier einmal rumklettere, das bringt dir im Endeffekt auch nichts. Hier sind keine Interaktionen, also wo ich drin hochklettern könnte. Natürlich kannst du dich da jetzt nicht festhalten, ne? Das war jetzt so klar wie Kloßbrühe. Da kannst du dich zwar festhalten, aber du kommst da nicht hoch. Nö. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, wie. Wie soll ich denn da anders hochkommen? Ja, nee, ist klar. Tja. Kann das mal einfach bei den Aussichtsturm sein? Weil ich wüsste nicht, wie ich da hochkomme. Da hinten komme ich hoch, da wo der Wasserfall ist, aber ob uns das irgendwas bringt? Nein! Was ist das denn? Architekt? Ah ne, das ist ein... Doch, Architekt! Also doch ein Borgia-Turm. Wo ist der denn? Da. Ich würde sagen, dann machen wir den nochmal eben, oder? Dann können wir ja mal eben gucken. Der Rione ist abgeriegelt. Ich kann nicht arbeiten. Ein andermal. Ich verstehe. Ja, gleich, gleich. Ich komme wieder. Vielleicht, wenn wir den dann befreit haben, dann baut er irgendwas und dann kommen wir da hoch. Wir kommen gar nicht da hoch. Nein! Kann ich mit dir irgendwas machen? Okay. Auch nicht. Es gibt leider nichts, was ich tun kann. Ich weiß, ich weiß. Das ist ein Problem. Nächstes Mal. Gut, dann gehen wir erstmal zur Mission. Vielleicht wird das Gebiet ja irgendwann nochmal freigeschaltet. Du.
Okay. Ach so, ich soll die anheuern. Ja, aber ohne Artlauge, wenn es geht, ja? Danke. Okay. Ach, da ist er ja schon. Na bitte! Wow! Wieso, die wandert doch automatisch, dachte ich. Hey, du sollst mich nicht schlagen, ihn sollst du schlagen. Diesen komischen Lanzentyp da. Na gut. Verfolgen die mich jetzt? Tatsache. Kann ich dir nicht sagen? Warte. Gut. Hier? Wow, was war das? Hm? Was passiert denn jetzt? Ja? Hey, anderes Land. Anderes Land. Andere Umgebung. Vor Zerstörung der Baupläne niemanden töten. Okay. Passt gut auf die Waffe auf. Wir müssen sie in Sicherheit bringen. Sollte irgendetwas geschehen. Ich darf niemanden töten. Hier ist ein, kann ich einen Todessprung machen. Perfekt. Dann einmal hier hoch. Wenn ich euch erwische, nein! Mist. Okay, das war ein falscher Weg. Er soll wieder hier runter. Wir müssen sie in Sicherheit bringen, sollte irgendetwas geschehen. Vielleicht direkt hier hoch. Ja, nicht da rein, sondern hier hoch. Ich darf noch keinen töten, ich darf noch keinen töten. Nein! Jetzt ist der runtergefallen, scheiße. Scheiße, da kommt er nicht hoch. Aber da kommst du hoch. Nein, du kennst mich nicht. Perfekt. Jetzt darf ich töten. Oh, okay.
Eine Entdeckung führt zur Desynchronisierung. Leonardos Maschinengewehr zerstören, okay. Shit, wie komme ich denn da jetzt hin? Nein, da kommst du jetzt nicht hoch, ne? Kommst du da hoch? Ja, da kommst du hoch. Perfekt. Irgendwelche Leute hier? Okay, lass uns verfallen. Oh oh. Na jetzt aber schnell weg hier. Das war jetzt so klar, ne? Mate di Dio! Autsch, autsch, autsch! Ja, natürlich! Na wartet, wenn ich euch eingeholt habe, ne? Klasse. Ob das der richtige Weg war? Ja, war er. Okay. Nice! Oha! Ich und eine Pferdekutsche fahren. Na, da treffen ja zwei Welten aufeinander. Was soll ich machen? Ich kann gar nichts machen. Naja, außer die so ein bisschen ausbremsen, ne? Ja, nee, ist klar, geil. Dauerfeuer her. Das werden ja ein paar zu viele. So, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Hauptsache den Pferden passiert nichts. Wow. Alter. Moment mal eben. Au, au, au. Scheiße! Ich krieg den nicht. Perfekt. Achso, ich kann mich gar nicht mehr nach hinten drehen. Doch jetzt. Ach du meine Güte.
Oh oh.